Hallo, einen wunderschönen guten Morgen. Ich weiß nicht, um wie viel Uhr du das Video schaust, aber bei mir ist es gerade Morgen. Ich bin nämlich auf dem Weg zum Einkauf. Ich wohne ja gerade bei einem Freund und zum Dank dafür koche ich heute in seiner Firma für die gesamte Belegschaft. Das sind ungefähr 6 Leute und es wird Kartoffelbrei mit Rahmpilzen und Buletten, alles vegan und als Dessert, und das möchte ich dir jetzt heute zeigen, wird es einen Kokosgrieß auf einem Schokokuchen mit Bananentopping geben. Also lass dich überraschen, ich glaube, das wird sehr lecker. Ich bin nicht so eine Kochkünstlerin. Ich bin so eher einfach, aber ich habe auch so ein bisschen Schiss, ob es denen jetzt schmeckt oder so. Aber ich will es einfach ausprobieren, immer mal was Neues wagen und mich der Herausforderung stellen, auch wenn ich jetzt nicht perfekt bin oder so. Aber das möchte ich auch dir weitergeben. Einfach mal was ausprobieren und irgendeine Erfahrung wird man machen. Ich bin jetzt in der Küche angekommen, nachdem ich noch ein paar Sachen eingekauft habe. Und jetzt zeige ich dir, was ich alles verwende für das Dessert. Es wird ein dreischichtiges Dessert. Und damit man das auch schön sieht, habe ich hier 6 Gläser vorbereitet, wo ich das so reinschichten werde. Die werden aber bestimmt nicht voll werden. Schneebesen, um den Grieß zu machen, daher für die Bananen zum Schneiden das Messer. Ich habe hier so eine Dose Kokosmilch und Sojadrink, weil ich eine größere Menge machen möchte an Grieß, und ich wollte nicht 2 Dosen. Kannst du aber auch machen, wenn du reinen Kokosgrieß machen möchtest, das ist auch in Ordnung, ist dann halt ein bisschen fetter, wie du es magst. Ich wollte es ein bisschen cremig auch noch anders haben, deswegen habe ich noch einen Sojadrink zum Verdünnen. Dann habe ich hier 2 Muffins. Ich habe hier Schokoladenmuffins, weil ich Schokolade total genial finde, mit Banane. Die werden ganz unten nachher reingebröselt. 1/3 bekommt jeder. Muss ein bisschen gucken im Supermarkt nach veganen oder beim Bäcker oder so. Hier ist der Grieß. Ich habe jetzt hier stinknormalen Weizengrieß. Ich weiß, Gluten. Aber ich habe hier auf die Schnelle nichts anderes gefunden. Ich koche auch für Fleischesser, also konventionelle Esser. Da soll es auch so ein bisschen mehr was sein, was sie kennen. Und hier Bananchen, die ich in Scheiben schneide, und in dem Topf werde ich den Grieß machen. Und dann lege ich mal los. Ich mache jetzt den Grieß. Den macht ihr nach Anleitung, wie er da steht. Allerdings, der darf richtig fest sein, damit sozusagen der Schokokuchen noch fluffig bleibt und nicht sich so vollsaugt. Und die Bananen oben, die ich drauf drapiere, auch wirklich dann als Muster zu erkennen sein. Das werdet ihr sehen. Noch ein kleiner Tipp. Je doller ihr mit dem Schneebesen die Milch schlagt, dann wird es auch so ein bisschen fluffig. Ich habe es auch schon mal mit geschäumter Milch gemacht. Das ist auch mega. Also probiert euch da ein bisschen aus und viel Vergnügen. So, ich habe jetzt hier den Grieß und die Bananen schon geschnitten, und hier habe ich den Kuchen eingefüllt. Na, wird das scharf? Nicht so richtig. Und da mache ich jetzt oben den Grieß drauf. Jetzt habe ich hier den Grieß oben drauf gemacht. Der war recht klumpig. Und das dekoriere ich jetzt noch mit Banane. Süßen könnt ihr den Grieß nach Belieben. Ich hatte jetzt gesüßte Sojamilch, mir reicht das dann, und auch mit dem Kuchen, und die Bananen sind ja auch sehr reif. Aber ihr könnt auch Agavendicksaft, Stevia oder was auch immer da zum Süßen dann reinmachen. So sieht's aus, wenn es fertig ist. Bananen so ein bisschen individuell auf jedem Glas, wie es so mir eingefallen ist. Und hier nochmal von der Seite die Schichtchen. So sieht es aus, das war's. Schreibt gerne in die Kommentare, wie es euch geschmeckt hat, was für Variationen ihr gemacht habt.
Ihr könnt verschiedene Kuchensorten ausprobieren. Ihr könnt verschiedenes Obst mit Mango. Ist bestimmt auch super lecker. Ihr könnt einfach normale Milch nehmen oder mit Pfefferminze irgendwas machen. Probiert euch da aus. Ich wünsche euch auf jeden Fall ein gutes Gelingen und ein leckeres Essen und viel Freude beim gemeinsamen Verspeisen. Ciao!